Moin, der Wolfgang vom schönsten Ort Europas, St. Peter-Ording. Mit Spielwaren, Mondenkind und einem neuen Spiel des Verlages Drei Hasen in der Abendsonne. Ländertoppen. Das ist nicht nur lehrreich und unterhaltsam, nein, das ist auch richtig spannend. So funktioniert's. Zum Spiel gehören 124 Länderkarten. Jede dieser Länderkarten besitzt 6 Kategorien, dann 20 Blindkarten und 5 dieser Faltstreifen mit den jeweils 6 Kategorien, die sich auch auf den Länderkarten wiederfinden. Jeder Spieler erhält zu Anfang einen Faltstreifen mit den 6 Kategorien und 12 Spielkarten. Wie die Spielkarten sich aufteilen in Bezug auf Blindkarten und Länderkarten, hängt davon ab, wie viele Spieler teilnehmen. Bei 2 und 3 Spielern sind es 10 Länderkarten und 2 Blindkarten. Bei 4 und 5 Spielern wären es 8 Länderkarten und 4 Blindkarten. Die Kategorien, mit denen wir spielen, finden sich auf jeder Karte wieder. Da wäre als erstes die Flächenangabe. Die Kategorie Fläche beinhaltet die Angabe der Quadratkilometer des entsprechenden Landes. Dieses Symbol steht für die höchste Erhebung in Metern über Normal Null. Weiterhin spielen wir mit der durchschnittlichen Jahrestemperatur gemessen in Grad Celsius in der jeweiligen Hauptstadt. Dann haben wir mit diesem Symbol die Zahl der Einwohner in Millionen. Dieses Symbol steht für die durchschnittliche Lebenserwartung in Jahren. Und das hier ist das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf Einwohner in US-Dollar, allerdings nominal in Bezug auf den Wert. Zusätzliche Informationen, die ganz nebenbei auf den einzelnen Spielkarten noch vermerkt sind, außer den genannten 6 Kategorien, ist der entsprechende Kontinent, wie viele Spielkarten es in dem Spiel von diesem Kontinent gibt. Dann haben wir die Landesbezeichnung, den Namen des Landes, inklusive Hauptstadt und dem entsprechenden Berg, der höchste, und die entsprechende Bevölkerungsdichte, das heißt Einwohner pro Quadratkilometer. Zusätzlich findet sich noch einmal die Flagge des Kontinentes, die Weltkarte und der Ausschnitt aus der Weltkarte, wo sich das jeweilige Land befindet. Kommen wir zum Spiel. Wie schon gesagt, 12 Karten bekommt jeder Spieler. Wie viele Blankokarten dabei sind, hängt halt ebenfalls gesagt von der Spieleranzahl ab. Ich habe jetzt hier 10 Länderkarten bekommen und 2 Blankokarten. Ich muss jetzt zu jeder dieser 6 Kategorien einen Highscore und einen Lowscore bilden. Das heißt, einen Höchstwert und einen Tiefstwert. Ich muss die Karte nach oben legen, bei der ich glaube, dass sie von allen in dieser Runde teilnehmenden Karten, und in dem Fall würden wir jetzt mit 3 Spielern spielen, von allen in dieser Runde teilnehmenden Karten den höchsten bzw. niedrigsten Wert hat. Dazu nehme ich immer die Karten und lege sie erst einmal so nebeneinander. Wir haben jetzt hier 10 Werte. So, 10 Werte, die ich miteinander vergleichen werde. Okay, und dann schauen wir uns mal an, was wir da haben. Fangen wir mal mit dieser Fläche an. Das heißt, das ist die Fläche in Quadratkilometern. Ich habe hier Länder mit 176, 243.000 und so weiter. Hier habe ich einmal 2,7 Millionen, das ist schon ganz gut. Hier habe ich 1,6, also wäre das im Prinzip das Land. Was ist das? Kasachstan mit der größten Fläche der mir zur Verfügung stehenden Karten. Die kleinste Fläche wären 100.000, 36.000, das wäre Taiwan. Bei der höchsten Erhebung hätte ich hier 514, das wäre schon mal ein Kandidat für das tiefste. Nein, hier vorne sehe ich 345 und ich glaube hier vorne mit 5671, nein, da 6695 die höchste Variante. Also könnte ich ja jetzt schon einmal machen, dass ich Kasachstan bei der höchsten Erhebung hinlege. So. Und die niedrigste waren mit 300, wo war sie, 300, da ist sie, was ist das? Weißrussland mit niedrigster Erhebung. Genauso verfahre ich jetzt mit allen anderen Kategorien. Ich suche mir den höchsten und den tiefsten Wert aus.
Ich habe zwei Joker-Karten, zwei Blanko-Karten, die nutze ich dafür, sie dort zu positionieren, bei denen ich nun wirklich glaube, keine Chance mehr zu haben, den jeweiligen Punkt zu holen. Weil das ist es, was wir anschließend machen werden. Wenn das jeder gemacht hat, wenn jeder seine 12 Karten den entsprechenden Kategorien zugeordnet hat, und das machen wir natürlich nicht so, wie wir das jetzt hier getan haben, sondern wir legen sie dann so hin, damit unsere Mitspieler die Werte natürlich nicht mitbekommen. Wenn wir das also alle mit unseren 12 Karten gemacht haben, dann gehen wir Reihe für Reihe, Stück für Stück die einzelnen Kategorien und deren Werte durch. Und derjenige Spieler, der in der jeweiligen Kategorie mit seinen Werten toppt, bekommt pauschal schon mal einen Punkt. Ich habe das Spiel jetzt für 3 Spieler vorbereitet. Das heißt, jeder Spieler hat 10 Länderkarten bekommen, jeder Spieler hat 2 Blankokarten bekommen, habe dann jeden Spieler für sich ausgewertet und die Karten einmal so nach High- und Low-Score sortiert, wie ich es in der jeweiligen Situation machen würde. Nachdem das jeder Spieler gemacht hat, so wie in dem Fall jetzt hier, kommen wir zur Auswertung. Wir beginnen mit der Fläche, mit der Länderfläche. Und zwar, wir beginnen mit der höchsten Fläche. Dieser Spieler hat eine Karte gelegt mit einer Fläche von 8.515.877 Quadratkilometer. Spieler 2 kommt mit 1.648.000 deutlich drunter. Und Spieler 3 wartet auf mit... Spieler 3 hat hier einen Joker gelegt. Das heißt, der wird nicht gewertet. Diese beiden Spieler stechen sich einander und Spieler 1 gewinnt, in dem Fall mit Brasilien. Jetzt bekommt er diese beiden Karten zugesprochen. Wir haben hier einmal eine Karte aus Südamerika und eine Karte aus Asien. Südamerika gibt es 10 Karten insgesamt. Das heißt folgendes. Erst einmal, er bekommt den Stich, darf jetzt eine dieser Karten umdrehen. Die umgedrehte Karte ist ein Siegpunkt. Und mit den restlichen Karten, die er bekommt, bekommt er sogenannte Kontinentalkarten. Das heißt also, für den Kontinent Südamerika bildet er jetzt eine Reihe und weitere eventuell dazukommende südamerikanische Karten werden hier aufaddiert. Da es von Südamerika nur 10 Karten gibt, ist er also mit einer Karte schon deutlich besser für den Kontinent vertreten, als wenn er sich beispielsweise für Asien entscheiden würde, in der es 34 Karten gibt. Nämlich am Ende des Spiels bekommt man zusätzliche Siegpunkte für die Kontinente, in denen man die meisten Karten ansammeln konnte. Und das hier ist ein Zehntel aller Karten, das wäre schon ein 34stel aller Karten. Die Wahrscheinlichkeit, diese Karte dazu zu bekommen, ist also für Südamerika deutlich höher. Kommen wir zur kleinsten Fläche. Die kleinste Länderfläche wird hier mit 298 Quadratkilometern betitelt. Diese Fläche hier vom Spieler 2 mit 36.000 ist er also wiederum vorne. Und der letzte Spieler hat eine Karte hingelegt mit 316. Wiederum erneut gewinnt Spieler 1. Das heißt, diese 3 Karten gehen zu ihm. Übrigens die eine, die Joker-Karte von der ersten Runde, die wird aussortiert. Die wird nicht gewertet. Die bekommt auch nicht der Spieler, der den Stich bekommt. Spieler 1 nimmt also jetzt hier den zweiten Stich. Sucht sich erneut eine Karte aus, die er haben möchte. Europa hat 43 Karten, Asien hat 34 Karten. Er nimmt sich diese Karte, wertet die schon einmal als Siegpunkt und nimmt die beiden asiatischen Karten für den Asien-Punktestapel für ihn zur Seite. Kommen wir zur Erhebung. Die höchste Erhebung ist hier 8.611 Meter bei Spieler 2. 6.995, er hatte vorhin noch gedacht, mit Kasachstan sei er ganz gut, ja, wusste aber nicht, dass Pakistan mit im Rennen ist. Und Nepal schlägt das Ganze mit sage und schreibe 8.848 Metern. Das heißt, 3 wirklich Top-Karten, was die Erhebung angeht. Der Stich geht an Spieler 3. Und auch der schaut wieder nach den entsprechenden Nummern. Asien, Asien, Asien. Natürlich alle 3 in Asien. Dabei ist es vollkommen egal, welcher schon von vornherein als Punkt gewertet wird. Die beiden anderen gehen auf einen asiatischen Stapel in der Hoffnung, dass er am Ende des Spiels die meisten Asienkarten hat. Kommen wir zur geringsten Erhebung. Das wäre bei Spieler 3 Griechenland mit sage und schreibe
2917, das glaube ich nicht, dass das gut geht. Dieser Spieler nimmt Weißrussland mit 345 und der erste Spieler hat einen Joker gesetzt. Das heißt, Spieler 2 bekommt diesen Stich. Der Joker wandert wieder auf den Ablagestapel. Spieler 2 schaut, Europa. Insofern ist es wiederum egal, welche Karte er als Punktekarte nimmt. Er nimmt diese Karte als Punktekarte und eröffnet einen Europastapel. Mit der Temperatur. Spieler 1. Spieler 1 liegt bei Höchsttemperatur 27,8 Grad. Spieler 2 versucht es mit 25,2 und Spieler 3 hat als Höchsttemperatur einen Joker gelegt. Bedeutet, Spieler 1 bekommt mit 27,8 Grad den High-Score-Temperatur-Punkt. Malaysia, wir haben hier Asien, wir haben Nordamerika. Asien hat er 34 Karten, gibt es davon? Nordamerika mit nur 11 Karten ist natürlich ein relativ sicher, was die Punkte angeht. Na, er entscheidet sich, weil er schon zwei asiatische Karten hat und er da drüben auch zwei hat für Asien. Und bunkert die nordamerikanische Karte als Punkt. So verfahren wir mit den anderen Regionen genauso. Ob es die Temperatur, die Bevölkerungszahl, das Durchschnittsalter oder das Bruttoinlandsprodukt ist. Gleich kommt es zur Auflösung. So, ich habe das jetzt ausgewertet und wir haben hier Spieler 1, Spieler 2, Spieler 3. Jetzt haben die hier ihre Stich-Siegpunkte. Die sind schon sicher. Jetzt kommen wir zur Kontinentalauswertung. Wir beginnen bei Nordamerika. Spieler 1 hat keinen nordamerikanischen Stapel. Spieler 2 hat keinen. Spieler 3 hat einen nordamerikanischen Stapel. Da sind zwei Karten drin. Zweimal Nordamerika. Somit hat er die Majorität, die meisten nordamerikanischen Karten und bekommt diese Karten als Punkte hinzu. Südamerika. Südamerika. Spieler 1 hat eine südamerikanische Karte. Spieler 3 hat drei südamerikanische Karten, Spieler 2 hat keine. Somit gehen diese drei Punkte ebenfalls an Spieler 3 und die Karte aus Spieler 1 verlässt das Spiel. Europa, Spieler 1 hat eine europäische Karte, Spieler 2 hat eine Europakarte, Spieler 3 hat eine Europakarte und wir bei uns spielen es jetzt so, es hat niemand hat die Majorität, insofern bekommt diese Punkte auch keiner. Kommen wir zu Europa, haben wir Afrika. Afrika. Hier sind keine afrikanischen. Für Afrika gibt es keine Punkte. Asien. Asien bei Spieler 1. 1, 2, 3 Karten. Spieler 2 hat keine Karten mehr. Spieler 3. 1, 2, 3, 4, 5 Karten. Majorität geht ans Spiel. Das ist seine Runde gewesen. Diese Karten verlassen das Spiel. Aber was haben wir noch? Ozeanien. Ozeanien alleinig Spieler 1. Der diesen Punkt mit nach Hause nimmt. Jetzt gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Punkte für Spieler 3, einen Punkt für Spieler 2 und 1, 2, 3, 4, 5 Punkte für Spieler 1 für die erste Runde. Die Anzahl der Runden wird auch durch die Spieler bestimmt. Entnehmt ihr bitte der Anleitung. Ja, das ist Ländertoppen. Richtig, richtig cool. Du nimmst eine Menge daraus mit und du kannst dich nicht darauf verlassen. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass bestimmte Länder deine Karte schlagen werden. Weil, schau, alle diese Karten hier, na diese hier nicht, auch nicht die Jokerkarten, na, aber alle diese Karten und alle diese Länder haben nicht mitgespielt. In dem Fall 94 Länder, die gar nicht dabei waren. Probier es aus. Du wirst begeistert sein. Sehr unterhaltsam und lehrreich. Vielen Dank, schöne Zeit, bleib gesund und demnächst vielleicht bei uns am schönsten Nordeuropas. Macht's gut, der Wolfgang.